Doch, da kommt die ganze Zeit Kohlensäure raus aus der Murmel. Guck mal. Das ist eine krasse Sache. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Special Guest. Hi zusammen. Genau, ich habe den Alex mit dabei heute. Wir machen für euch wieder eine Asia Candy Challenge. Wir haben schon mal ein Video zusammen gemacht, den Link setze ich euch gerne in die Infobox. Wir haben die Shibuya Box. Da sind ganz viele Leckereien drin, Asia Candies. Und die wollen wir zusammen mit euch aufmachen und probieren. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich auch. Wir alle, ja. Leona ist auch mit dabei. Ich zeige euch das einmal kurz. Achtung, Schatz. So sieht das Ganze hier aus. Sind aber schön viele, ne? Sind schön viele. Wir dürfen jetzt alle probieren. Alles probieren. Du fängst an, darfst du was aussuchen. Ich kenne mich ja schon mal damit aus, wie man so eine Challenge macht. Das unterste Päckchen nimmt er an. Was habe ich denn da? Shigekix.com. Alles andere kann ich nicht lesen. Ja, mit Zitrone. Shigekix. Entweder solche Lutschbomben. Super sauer steht hier. Also das soll sehr, sehr sauer sein. Mach mal auf. Den Link zu der Box setze ich euch mal gerne unten in die Infobox. Du willst das nicht jetzt. Leona will das nicht essen. Ich möchte das probieren. Weil das sauer ist. Sind das Bonbons? Ja, das sind kleine Bonbons. So Gummibärchen-mäßig ist das. Sind die da aus Gummi? Ja, ist weich. Boah, richtig sauer riecht das. Boah. Oh ja. Oha. Aber die haben keinen Geschmack. Und die werden immer saurer. Ich schmecke davon mega nach Zitrone. Aber die sind durchgehend sauer. Nein. Nein? Hast du schon gekauft? Ja. Ich habe so sehr geschluckt. Ein bisschen süß. Aber wir Sternchen geben von 0 bis 5. 0 ist schlecht, 5 ist das Beste. Ich gebe 2 von 5 Sternchen. Ich gebe 3 von 5 Sternchen. Wir machen weiter mit diesem guten Teil. Meiji. Oder Meiji. Butterbachi Grappe Popping Candy Floss. Gucken wir mal. Ist auf jeden Fall sehr leicht, dieses Geschoss hier. Dieses Geschoss. Ist das vielleicht so Esspapier oder sowas? Oh cool, das ist Zuckerwatte. Kann ich mal gucken? Oder Bubblegum oder so. Oh. Riech mal. Zucker. Boah, künstlich. Das riecht total nach Bubblegum. Oha. Das ist Zuckerwatte. Das klebt das alles in der Hand. Ich habe mir schon mal Schützenfest gekauft. Ja. Und? Möchtest du auch mal probieren? Oh, die knistert. Das ist ja voll interessant. Boah, mega süß. Ah, voll geil. Kann ich mal probieren? Sowas habe ich noch nie probiert. Ich habe das auch noch nie gegessen. Mmh. Sowas. Du darfst mal. Auch ein kleines Stück. Probier mal. Und innen drin knispert's. Aber viel kann man davon nicht essen. Aber die Idee ist süß, cool. Süß, lecker. Leona mag es. Ist was für kleine Mädchen. Ne? Ja, ich gebe trotzdem 5 von 5 Sternchen. Ich gebe 3 von 5 Sternchen. Aber ist das gesund? Hier ist was für Leona. Der schmeckt nach Pflaume. Oh, ein bisschen sauer ist es auch. Ich nehme die große Tüte. Okay. Ich bin mal gespannt, was das ist. Okay. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Korn. Doch, das ist doch irgendwas mit Karamellkorn. Aber da ist ein Eis drauf. Sein. Zeig mal. Oha. Kokos. Ja. Alex mag Kokos. Kokos-Karamell. Ja. Erdnussflips. Ja. Wahrscheinlich schmecken die auch nur süß. So wie die aussehen, so schmecken die auch. Ich möchte auch eine. Nur nach Kokosnuss. Ah, lecker. Ja. Ich habe die noch nie süß gegessen. Ach doch, diese... Gibt's auch im russischen Geschäft. Diese Maischips. Ja. 5 von 5. Die sind echt gut. 5 von 5. Ich nehme hier wieder diese schlanke Packung. Das ist... Keine Ahnung. Das sind irgendwie... Zeigt mir das solche Weintrauben, die man brechen kann. Vielleicht ist da eine Flüssigkeit drin. Komm, Schatz, du kannst es mal besser lesen. Auch diese Meiji. Meiji Create a Gummy Grape Wine. Ja, irgendwas mit Weintraube. Ja, habe ich ja gesagt. Gummi-Weintraube. Ah, ist weich. Ja. Oh, die kenne ich aus meiner Kindheit noch. Das ist so Glibber. Das ist Glibber-Weingummi. Die musst du essen. Okay. Okay. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich doch, als Kind. Das ist richtig Glibber. Richtig, guck, so Jelly. Hier, du darfst dir die Frucht abreißen. Mach du mal, du hast es ausgepackt. Wie Gummibärle, nur halt ein bisschen weicher. Ich möchte auch rein. Ich finde die Konsistenz ein bisschen abartig. Es kaut sich ganz gut, aber es schmeckt mal gar nicht. Nach nichts, oder? Ganz leicht nach Weintraube. Ja. Voll der Verpackungsmüll. Ja, das auf jeden Fall. Und, Leona? Lecker. Lecker? Also ich gebe 2 von 5 Sternen, weil das mal hat was von Gummibärchen, aber das schmeckt gar nicht irgendwie nach nichts. Aber die Aufmachung ist ganz süß. 2 Sternchen. Ja, 2 Sternchen.
Aha, jetzt bin ich dran. So. Nachgemachte Oreos. Ja, genau, japanische Oreos. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Man kennt ja die Originalen aus Deutschland. Und die mag ich. Du nicht? Nee, mal gucken. Das sind kleine Mini-Kekse. Die riechen schon mal wie die echten Oreos. Die schmecken auch fast genauso. Ach, fast. Ich finde, die haben weniger Zucker als die originalen Oreos. Und wahrscheinlich aber doppelt so viel Zucker drin. Aber ein bisschen mehr Kakao drin, glaube ich. Kakao. Ein bisschen mehr schwarze Farbe. Genau. Gut nachgemacht auf jeden Fall von den Japanern. Ja. Dann geht's weiter mit grünem KitKat. Ach was? Ja, das ist, glaube ich, Wasabi. Nein. Das habe ich schon mal irgendwo in einem Video auf YouTube gesehen. Gucken wir mal. Oh, jetzt kriege ich aber ein bisschen Angst. Ich hasse Wasabi. Ich mag kein Wasabi. Ich meine schon, ja. Boah. Oha. Das ist original von KitKat? Ja. Die gibt's aber nicht in Deutschland. Haben sie wahrscheinlich nicht verkauft, was ich gut verstehen kann. Es riecht auch nach Wasabi. Wow. Ich glaube, Alex gibt es. Ich bin auch auf die Kombi gespannt. Man macht immer so. Ach so, ja, komm. Have a KitKat. Have a break. Und? Ah, ich hab Angst. Das ist ja gar nicht süß. Ist ja auch nicht scharf. Das schmeckt irgendwie nach Pflanze. Ja, schmeckt nach Pflanze. Ihr könnt das mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich meine, es ist Wasabi. Aber mir schmeckt das überhaupt nicht. Es ist einfach mal gar nicht süß. Es ist interessant auf jeden Fall. Schmeckt ja nicht. Ich muss es auch vergessen, damit ich es nicht wegschmeißen muss. Ich gebe 1 von 5. Ich gebe 4 von 5 Sternen, weil das ist gar nicht so schlecht. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir wieder so eine bunte Verpackung. Ah, mit einer Anleitung hinten. Ach so, ich glaube, das ist echt was für Kinder. Eis am Stiel oder so zubereiten mit kleinen. Ich glaube, du kannst es einfach eindippen. Bananen, ich sehe nur Bananen. So. Boah, es riecht schon mega nach Banane. Aber künstlich. Ja. Und unsere Große steht hier. Nach was riecht das? Nach Banane. Nach Banane. So, was ist das hier in der Tüte? Schokolade. Und Perl. Was denn hier alles gibt's? Aber flüssige Schokolade, ist das so richtig? Ja. Oh Gott, die kann man da. Es ist halt wie Nutella. So. Ja. Erstmal dippen, ne? Schokolade. Das ist ein Papier. Sieht schon lustig aus. Oh, ob das schmeckt, ey. Schmeckt das vielleicht wie die Gelee-Bananen? Mm-mm. Überhaupt nicht. Das schmeckt wie Kaugummi. Kennst du Bum-Bum-Kaugummi? Ja. So schmeckt das. Aber ich finde, die schmecken gar nicht schlecht, die Dinger. Es ist so mega süß, ne? Das schmeckt wie so eine Glasur für Kuchen. Ich verstehe die Kombination nicht. Banane, Schokolade und Zucker. Das ist kein Banane, schmeckt nach Kaugummi. Also ich gebe 5 Sternchen von der Idee her. Vom Geschmack 2. Ich gebe 1 Stern. Sogar Leona will das nicht. Dann ist hier ein Getränk. Jetzt passend zum Nachspülen. Ich kann es nicht lesen, was es ist. Es sieht aus wie ein Apfel. Oder Wasabi. Nein, nicht. Was war das? Was war das? Was ist Stöpsel hier? Und ein Ring? Ach, andersrum. Hä? Linksrum? Linksrum. Öffnet man okay. Ach, man liest ja auch andersrum. Dann liest man auch von rechts nach links, ne? Oha. Lesen sie nicht von oben nach unten? Guck mal, da ist eine Glaskugel drin, Schatz. Und da steckt man jetzt wahrscheinlich da durch, kann das sein? Und wie trinkt man denn? Warte mal, ich will die mal rausholen. Darf man die rausholen? Das ist ja voll interessant, da ist eine Murmel drin. Ja, aber ist auch nicht gerade so schön, eine Murmel in einer Wasserflasche. Vielleicht ist es wie so ein Leckstein. Ja, genau, komm, leck mal dran. Ach so. Andersrum. Andersrum, genau. Wir hatten noch drüber. Linksgewinde. Probier du mal. Ich hab ein bisschen... So komisch. Aber krass, wieso macht man da eine Glasmummel rein? Kommt nichts raus. Nein. Macht doch gar keinen Sinn. Mit dem Stöpsel reindrücken, die Murmel. Uah. Papa. Okay, jetzt ist die Murmel wirklich reingefallen. Sag ich aber ja. Aber warum? Unser Boden ist nass geworden. So, die Murmel, die ist jetzt hier drin. Ich glaube, man sieht es da. Voll krass, die muss man reindrücken und dann trinken. Und wir sind uns nicht sicher, ob diese Murmel irgendwas macht. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Doch, da kommt die ganze Kohlensäure raus aus der Murmel. Guck mal. Das ist eine krasse Sache. Das muss ich mal trinken. Ich hoffe, das hat keinen Alkohol. Und? Ich habe noch nie so ein prickelndes Getränk getrunken. Da ist so viel Kohlensäure drin. Das ist richtig cool. Ja? Nach was schmeckt das denn? Nach ganz viel Kohlensäure einfach. Es riecht nach Waldmeister, finde ich. Aber das prickelt richtig extrem im Mund.
Durch die Kugel, glaube ich. Man kann das kaum trinken, weil das so prickelt. Wenn Waldmeister ungezuckert ist. Aber es ist voll interessant mit der Kugel, ne? Ja, und es prickelt richtig. Ah, ist schon interessant auf jeden Fall. Dann lassen sich hier was einfallen, ne? Gibt schon mal Verschluss. Bang! Ja, ich gebe auf jeden Fall 5 von 5 Sterne. Es schmeckt nach Waldmeister, aber die Aufmachung ist mal was anderes. Ja, meine Lieben, das war das Video von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Leona muss ins Bettchen. Wenn ihr mehr Videos mit Alex sehen wollt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Oh, ist das nicht so hell? Alles gut. Läuft schon. Ein bisschen Platz schon. Hey! Der Alex ist heute mit dabei, mein Verlobter. Muss ich so hey machen? Muss ich so Verlobter sagen? Nein. Ich hab den. Lach jetzt nicht so viel, gleich lach ich auch mit euch. Ja, ja, komm mit. Gleich ist der Akku leer. Ich hab den Alex. Das ist wirklich geil, wie so ein Vollidiot. Komm, einmal noch irgendwann, kannst du irgendwas kannst du zusammenschneiden. Ja. Hallo zusammen. War zu früh, ne? Ja, hallo zusammen. Ich habe den Alex mitgebracht. Was heißt mitgebracht? Der sitzt ja immer hier zu Hause. Wir machen zusammen mit euch die... Wir können ja alle die Süßigkeiten probieren. Ja, können wir auch gleich machen. Aber erst Mama und Papa fürs Video, ja? Ich bin auch ein bisschen älter. Jetzt geh mal weg. Warum? Special Guest. Ach so. Willst du mal einen Keks? Nein, liebt ihr? Ja klar lieben wir die. Na, liebt ihr mich? So, meine Lieben, das war das Video von euch. Von euch, klar, von euch. Für euch. Ja, ja, ja.